Statusmeldung. Weißt du, ich mache immer eine Statusmeldung, damit, ja, ja, falls wir ihr umkommen, damit sie wissen, wo wir zuletzt waren. Darum geht's auch. Da hast du recht. Ach, guck mal, ja. Kaffee zur Luse. Hey. Alter. I break in. Super Sache. Das break together. Ja. Ja, da würde ich nur sagen, ab und da durch. Ne? Ja. Also doch heute Matsch. Ja. Das Schuhwerk ist das A und O. Guck mal, Anja, super. Hast du das? Hat sie doch. Durchschlageübung. Was zeigt er denn hier an? Allen. Er sagt eine langsame Karte. Ich glaube. Ich war nicht so optimistisch. Wieso? Ja, hat der Anja eben auch schon gesagt, ob sie vielleicht einen Regenschirm hätte mitnehmen müssen, aber. Ja, den habe ich jetzt im Auto gelassen. Echt? Ja. Na, ich glaube nicht, dass es regnet. Ja, du, ich nehme deinen Achim, der kann ohne. Ja. Ja. Schutz heißt Pausen. Pausen machen wir ja nicht. Du, ich weiß auch keine Angst. Ich hab längere Beine. Ja, Guido. Genieß die schöne Aussicht hier. Schöner Wald. Ja. Also die Tour ist sehr, sehr einfach. Ja. 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 Hier sind aber gar nicht so viele Bäume umgefallen. Ne? Das haben wir schon schlimmer gesehen. Moin. Moin. Sind das die Trikotfarben rot? Ich wollte gerade sagen. Hm? Das ist die rote Bande. Was ist denn mit der Bande? Ich habe ein bisschen Vertrauen
Okay. Okay. Also du hast ja den Vorteil, dass wir gestern gefeiert haben, ne? Wir müssen ja selber erst ein bisschen warm werden, weißt du? Moin. Ich lasse dich mal ein bisschen vorgenommen, bin ich jetzt immer im Bild. Ja, du. Aber die Sturzgefahr ist heute nicht so groß, ne? Das weiß ich nicht. Naja. Wenn wir nur Wege gehen, ist das... Nur so ein Weg. Echt? Ja. Achso, wusste ich nicht. Die Frage ist, ob man immer offiziell Abkommen da vom Weg. Man soll ja nicht, ne? Das Land setzt ja auch... Also wir gehen auf Querfeld ein. Wir machen es auch. Ja. Das wusste ich immer nicht, dass das hier nur Weglaufen ist. Das ist nicht schlimm. Ja. Ja, für gestern. Ja, gut. Das ist okay, das stimmt schon. Ja. Muss nicht ganz so anstrengend sein. Ja. Ich muss sagen, dafür, dass ich nur 5 Stunden geschlafen habe, fühle ich mich eigentlich noch ganz gut. Ich bin ja eher ins Bett 2 Stunden. Ja. Aber das war auch genau richtig passend. Ja. Ich habe heute Morgen erstmal das erste Mal aufgeräumt. Ja. Die Fleischen schon weggebracht. Ach so. Das Brötchen vom Boden geholt, die Brötchen. Wie lange das Brötchen? Ne, Brötchen? Ach, Baguette-Brot, meinst du? Ganze. Ja. Okay. Essen war alles so ziemlich weg. Ja, Bier ein bisschen. Mein Whisky ist weg. Hä? Habt ihr den mitgenommen oder so? Willi hat, glaube ich, den weitergetrunken. Ja, hat er mitgenommen, ne? Das, ne. Also die Flasche haben wir nicht. Das war die einzige Flasche, die ich nicht gefunden habe. Wir haben nichts mitgenommen. Wir haben nichts mitgenommen. Anja, geht's noch? Ja. Ich habe extra für dich eine Flasche Mineralwasser mehr mitgenommen. Nee. Das heißt angewiesen, nicht schon. Ja, ja. Weil ich hier auch nicht alleine bin. Ja, ja. Aber das passt schon, wir gut. Kommen gleich zusammen. Das gut. Alles gut. Ja. Man muss trotzdem aufpassen, ne? Ja. Okay. Da hat Friederike zugeschlagen. Ja, ist sehr angenehm zu laufen, ne? Ja, guck mal. Schön weicher Boden, wa? Ja. Du läufst ja wie auf Butter. Stimmt. Sehr angenehm. Ja, deine Hose wird heute dreckig. Ach, dann brauchst du gleich gucken. Da kannst du dich drauf verlassen. Ja.
Die Temperaturen sind richtig toll, ich glaube, zum Laufen. Ja, muss ich auch sagen. Heute Morgen war es echt schön draußen. Okay. Wärmer. Ja. Warum haben wir nur eine Tiefdecke? Aber das reicht auch. Ja. Auf jeden Fall. Schon anspruchsvoll, ne? Das Tempo. Das ist. Ja, über solche Geschichten steige ich natürlich nicht rüber. Wie so eine, wie ein Reh? Ja. Was sagst du? Ja, man hört's. Ja. Na los. Hier ist der erste Punkt. Irgendwo muss hier der Durchgang sein. Der Durchgang? Hier soll sein die Talbrücke Finnebach. Oh. Okay. Ja, wir müssen da durch, ne? Talbrücke, kann ja nur da sein. Nach unten weg, ja. Das ist dieses Viadukt so, ne? Ist das so? Weiß ich nicht. Ja, das sind drei Bögen oder vier. Okay. Aber man hört es auch schon, ne? Ja, aber. Ah, da hinten ist ein Bogen, ja. Warte mal. Hm? Den Bogen. Hm. So, schön. Achim, wo rennst du hin? Müssen wir nicht darüber? Komm, ich geh mal hierher. Da hättest du auch nicht gedacht, mitten durch den Wald, ne? Ja, aber ich. Hä? Nein, du hast das ist nicht.
Das ist für mich eine Erfahrung, das gut zu machen. Ja. Das haben wir früher als Kinder auch immer gemacht. Ja, das ist klar. Weißt du, ich weiß gar nicht. Kanntest du Peter Steinhoff? Hast du den gekannt? Wie bitte? Peter Steinhoff? Peter Steinhoff, hast du den gekannt? Ja. Ja, mit dem bin ich früher viel. Okay. Komm hier ran. Ja, sieht schlecht aus hier. Hä? Das ist gar nicht so richtig drauf hier. Hat's aber eilig da hinten. Was? Da hinten, der hat's eilig. Der läuft ein bisschen, ne? Ja, mit dem Rucksack hinten drauf. Mit dem schönen Bundeswehr. Jo. Da müssen wir auch her. Okay. Kleiner Bach hier. Ach Gott, ja. Ich muss sagen, irgendwie bin ich heute nicht so so ein Laberkopf, muss ich sagen. Nicht so viel zu erzählen. Die Zuschauer werden zu uns treffen. Ja, wir hatten gestern mal Junggesellenabschied, so. Und ja, da haben wir heute auch nicht mehr so viel zu erzählen. Wir kämpfen mit uns selber heute. Den körperlichen Zustand. Ja. So ist das. Guck mal, jetzt sind sie schon rausgekommen. Anja, du kannst hier Blumen pflücken. Darf man nicht? Darf man nicht? Guck mal. Ein Foto darf man machen. Mensch. Frühblüher. Okay. Unsere Biologie-Expertin hier. Siehste. Nicht zu verwechseln mit den Blättern der Maiglöckchen. Ja. Sonst ist es leider frühzeitig. Das ist wirklich hochgradig giftig. Okay. Also Maiglöckchen. Ja. Ja gut, du musst ja auch nicht essen, ne? Nein, aber das sind zum Verwechseln Ende. Ja, okay. Moin. Das sind ja gerade, obwohl ich sagen muss, hier so vom Weg her nicht so meine Lieblings- oder favorisierten Wege, ne?
Autobahn und Straße. Das ist eigentlich das, was ich hasse. Was aber angeht. Selbst dieses Geräusch gehört ja zum Leben dazu. Ne? Ja, aber man muss schauen, wie man sich splitten kann, dass man sich dann konzentriert auf die Sache, die man macht. Aber das hört gleich auf. Ja, gut. Das war nur das erste. Deswegen fahre ich lieber immer etwas weiter raus, weil es ein bisschen ruhiger und schöner ist. Als Das ist ja eine Frauentour hier. Ist eine Frauentour? Wir können hier, aber ich war ja mit meiner Frau hier, habe ich die Tour hier gemacht. Okay. Auf den Sonntag mal. Ja gut. Ja. Eigentlich nicht anstrengend. Ja. Ich glaube, das war schon die größte Steigung. Nicht? Ja gut, hier ist ja auch nicht viel, ne? An Bergen und so. Ja. Hallo. Ja. Und jetzt bewegen wir uns worauf zu? Keine Ahnung, Achim. Was ist das nächste Ziel? Das große Zwischenziel. Das nächste Ziel, dann gucken wir mal. Das nächste Ziel, Punkt 2. Erfurt am Bismarck-Tour. Ach so. Guck mal. Der kommt schon gleich. Ja. Also das Highlight ist relativ früh. Ja. Da sind ungefähr jetzt aber dann auch noch ein paar Meter hin. Ja. 1,6 Kilometer noch. Mhm. Alter, Alter, guck mal, du bist ja wieder halb tot. Du bist schon wieder halb tot. So wie mit der Höhe, musst du 100 abziehen. Das ist die Lügenuhr, ist das. Hier steht immer Märchengeschichten hier. Nein, das steht nicht. Mal gucken, jetzt wieder mal der Höhe hier. Da passt die Höhe. 109 Meter. Ja. Okay, da kenne ich mich überhaupt nicht gut aus, aber ich hab die. Ja. Da war die ja mit zu. Ja, interessant hier zu wohnen, ne? Gut auch, aber gut, die Autobahn. Ja, das ist. Vor allen Dingen, kannst du dir vorstellen, wenn die jetzt schon so laut ist, wie das nachts ist. Ist es, ne? Total. Ruhig. Bestimmt ruhig, ja, genau. Richtig. Sehe ich auch so. Oh, guck mal, Privatweg. Okay. Guck mal, hier ist der Ding, jetzt der Turm. Ja. Was ist das? Telekommunikation? Telefon? Aha, okay. Was geht hier so? Ja, Telefon. Haben sie geflickt hier, siehst du das? Okay, ja, hast recht. Haben sie geflickt. Ja, willst du einen ärgern? Schneid das Kabel durch. Das hat kein Internet. Ich glaube, hier ist dann stinkig. Das stimmt. Aha, gut. Ja. Ich hatte gesehen, den Dünner, da war auch ein Mast. Was den Muckumer Weg, kennst du den? Da ist auch einer abgebrochen. Okay. Zur Hansastraße hin, ja. Ne? Genau. Da ist auch einer abgebrochen gewesen. Links? Hier. Links. Ab! Also schön. Was war denn schön? Ja. Der Untergrund. Oh, hier waren wir mit dem Pferd.
Ja, Anja, die weiß das bestimmt. Anja, wie heißt das, wenn du so unter der Stange? Seit zwei Wochen sind wir am Überlegen. Mambo? Nein, nein, Mambo heißt das nicht mehr. Immer wenn so ein Baum da liegt, dann musst du so. Ach, irgendwas war das nicht, irgendwas mit L oder so? Ach, Anja weiß das auch nicht. Ich komme wirklich nicht drauf. Ja. Habe ich auch noch nie, glaube ich, gemacht. Nee, ich auch nicht. Limbo? Limbo, ja. Wow. Limbo, jawohl. Anja, ja. Siehst du, geht doch. Aber ich wusste, das war was mit L. Limbo, ja. Oh, jetzt. Achim, los, zeig es uns. Aber unten drunter herziehen. Genau. Den Rucksack. Ja, ich nehm den, komm, ich nehm den. Dann gehst du oben rüber. Ein was? Ach, ein Triple, ja. Ja, siehst du? Ja. Ja. Was denn? Ups. Schau doch. Komm, Anja, springen! Aber ganz schöne Einschnitte hier wieder. Ne? Ja, ist. Stimmt. Ja. Man hat gestern eine halbe Stunde meine Stiefel geputzt. Ja, das ist. Und schon wieder alle dreckig. Eingewachst. Ja. Ja. Alles für die Katz. Immer noch weiter hier. Das stimmt. Ja, jetzt können wir doch Limbo machen, wa? Das ist extra für uns gefällt worden. Damit wir was zu springen haben und zu krabbeln. Und es regnet. Scheiße. Ja. Ach, egal. Ich muss sagen, es ist zwar nicht von der Höhe her, aber von hoch und runter über die Bäume. Das ist das schon, doch, ja. Ist das schon ein bisschen anstrengender. Aber da kann die Tour nichts für. Nee, das ist nur richtig. Die Natur. Ja, das ist halt so. Ja. Eigentlich müssen wir links. Ja.
Jetzt wohl irgendwo links hin. Mal gucken, ob hier irgendwo. Ja, da. Da heißt er. Okay. Da vorne ist der Weg, ja. Ja. Weiß nicht. Auf dem Weg lang gehen. Das ist anstrengend, glaube ich. Ich sehe Anja gerade nicht. Anja? Hier ist wieder Weg. Wir müssen ein bisschen um die Bäume rum hier. Ja. Der muss auch raus. Ich habe sogar zwei mitgenommen, weil ich keine Ahnung. Ja, nee, die hat er. Wahnsinn, ne? Der arme Baum. Ja. Ja, guck mal der. Guck mal weiter. Ist heute ein bisschen querfeldein, siehst du? Ja, die Wege, aber ich habe da keine Angst, aber ich kann nicht euer Tempo einhalten. Ja. Nein, ist auch nicht schlimm. Ich bin ja keine Memme, das will ich nicht sagen. Ich aber halten, es wird langsamer. Es ist ja das erste Mal, dass ich nur durchschieße. Ja. Rabatt. Ja. Meine Kinder, wir haben auch ganz viele hinter uns. Die laufen ja frei. Das ist was anderes. Und sind unbefangen. Und selber ist man dann manchmal noch... Ja. Ah ja, okay. Dieser Weg ist doch schon offiziell freigegeben. Sind die Wege überhaupt schon offiziell freigegeben? Ich glaube es nicht. Also wir klettern auch manchmal über den Stacheldraht. Wenn man was sehen will. Ne? Ist halt so. Einbruch oder... Ja, da kommen wir nicht her. Müssen wir wo außen rum hier. Ja. Vorhin noch gesagt, hier wäre nicht so viel umgefallen, ne? Ja, aber das wenn man sich hier mal so umguckt. Überall, ne? Achim sucht ja immer einen Schatz, ne? Ja, wer weiß. An den Bäumen. Wenn die früher unterm Baum vergraben haben, weißt du? Ja, okay. Ja. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Was hast du? Ein Böller. Ach, bleib mal da hier oben, Anja. Nee, bestimmt nicht. Das mach mal, das zeig mal. Das zeig uns mal, wie es unterher geht. Ich bin der Herrscher dieser Welt! Thomas the Great! Eieiei! Tja. Noch zwei, dreimal so ein Sturm, dann haben wir keinen Wald mehr hier.
riecht aber gut hier, ne? Das Holz. Schön cool. Schon wieder so eine Frauen-Wandergruppe. Ja. Ja, weiß ich auch nicht. So ist das. Moin. Moin. Fleißig, fleißig. Was? Hä? Ja, tust du auch noch die fleißigen Frauen sehen. Die winkt schon ab. Die winkt ab. Stäbchen, die Stäbchenschwingerin. So, rechts, links, geradeaus. Links. Rechts, geradeaus, ist quer durch. Ja, ist das so. Wir müssen links. Ja, denn. Moin. Moin. John Deere. Guck mal, Deer. Aber da ist Rita, aber die ist aber auf Zack, die bleibt aber bei Kudu. Ja. Sehen wir dann. Sehen wir dann. Nächste Verbrauch. Okay, da diese Filmnache, guckt das. Ja. Anja ist alles noch. Natürlich guckt Anja das. Aber Rita macht ja auch. Ich weiß gar nicht, geht ihr überhaupt noch ins Fitnessstudio? Weiß ich gar nicht mehr. Ich habe jetzt eben nicht gefragt, weil ihr ja auch gekommen seid. Ja. Ich bin geschoren, also. Weiß ich, habt ihr da nicht gesehen? Vielleicht hat sich ja woanders angemeldet, keine Ahnung. Also bei uns ist ja. Gut. Das ist der normale Weg, wie man normalerweise geht. Also wir gehen ja einmal komplett um den Stadtwald rum. Alles gut. So ist die Tour eigentlich. Ja. Was denn? Dieses Abend. Ja, also das ist schlimm hier, ne? Also ja. Das muss ja, hier ist ja jeder zweite Baum oder sogar noch mehr weg. Ja. Das ist ja das reinste Baumsterben hier. Also bis wir das wieder aufgeforstet haben, ne? Das ist ja schon, also wenn du das mal, ja. Das ist ja schon extrem hier, dieses Stückchen. Ja. Wir sind ja mal mit den Schlitten, mit den Jungs. Okay. Im Winter. Und dann, da ist eine schöne Kiste, eine rote Kiste. Okay. Am Turm runter. Sind die noch gut in der Zeit? Über Zeit sprechen wir nicht. 16 Uhr ist das Ziel. Da muss ich bei Muttern sein, sonst gibt es Mecker. Sonst gibt es Mecker. Ja. Gut. Aber wir haben ja heute auch nicht so eine weite Anfahrt genommen. Von daher haben wir da schon eine Stunde gespart. Mahlzeit. Ja, noch 9 Tage Arbeit. Ja. Ja, das ist so. Das ist schon mal das ist schon mal Ziel, das ist schon mal in Sichtweite. Ja, das freut mich. Das glaube ich. Und wenn wir wieder da sind, noch 2 Wochen arbeiten, dann geht es hier wieder los. Moin. Das ist richtig was los, ey. Ja gut. Natürlich aus allen Richtungen dann hier laufen kommen. Das ist aber wirklich gewütet hier. Guck dir das mal an. Also schlimm haben wir schon lange nicht gesehen.
Ja, das ist einfach der schlimmste Plätze bisher. Ne? Ja. Ja, aber drumherum ist ja auch nichts. Das ist das Problem wahrscheinlich, ne? Fähig ich dich hier so durch, moin. Hat alles umgerissen. Oh ja, da hinten. Die Bilder dann mal so schön im Wald. Ja. Okay, wieder so eine Einwurfkassette da oder was? Da wird ja keiner davor stehen, oder? Doch. Echt? Ja. Na denn. Da gibt es einen Verein für. Ja, gibt es ja wieder für alles einen Verein. Zweimal im Jahr musst du da Sonntag gemacht haben, dann gibt es auch Kulissen einmal im Jahr. Ach so. Ah, super. Gut. Wenn er ist dran, dann. Ja, das ist halt. Ja. So. Da muss ich nein. Nee. Du weißt nicht, wie viel Arbeit das ist. Übung macht den Meister. Ja, ist so. Ja, das Problem ist bei dem Tempo, das wir aber auch machen. Wenn du das nicht gewohnt bist, dann kannst du das knicken. Wir machen das ja jetzt schon monatelang, ne? Und auch so. Das ist schon mal. Klar, wenn du hörst, ja, bin schon mal 20 Kilometer gewandert. Ich glaube, die meisten haben das noch gar nicht gemacht. Nee, wahrscheinlich auch nicht. Aber ich an früher denke, habe ich das auch nicht gemacht. Also, das ist das so. So, das sieht natürlich echt ein bisschen trostlos aus hier. Da muss ich mal ein trostloses Foto machen. Da kannst du echt, ja. Bisschen schade. Ja. So. Tja, sieht hier sehr trostlos aus. Tja, klar. Klar will ich das, Andreas.
Ja, aber klar. Moin. Tja. Also ich war ja, wann war das letztes Jahr hier? War noch schön grün. Ja. Alles Bäume standen alle noch. Aber er war auch zu. Ich komme jedes Mal, wenn er zu ist. Wir sind immer so ein Festland hier. Zum Frühjahrsbeginn, Jahresauftakt. Ist das dieses Grünkohlessen vielleicht oder so? Kann das sein? Ja, dann ja. Ja? Aber das ist zur Osterzeit, glaube ich. Ne? Da habt ihr nicht die Daten einmal durchgegeben, wann hier wir sind. Das ja, und jetzt dahin? Wo geht's so, weiter hin? Weiter, damit ich das mal aussuchen kann. Und hier fahren die Kinder Schlitten oder wachsen natürlich auch. Das kann man sich vorstellen. Ne? Okay. Hast du eine ganz gute. Da ist auch nochmal so eine. Da zieht sich gut hin. Das war, das mal mehr, wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, im Doberg, in Bünde. Da ging das aber ja, so gut. Aber ne? Hier ja, ist schon für. Hier rechts, halt. Rechts, okay. Ja. Wolltest du ein Picknick machen hier oder was? Am Tisch? Ah, da ist ein Weg. Da geht's her. Wo ist denn hin? Immer dem Navigator folgen, Anja. Achim ist der Navigator. Dem müssen wir noch so eine Laterne auf dem Kopf oder so. Ja. Na, hier ist kein Weg, Achim. Doch, hier natürlich. Da? Ja, siehst du den weißen Balken, oder? Den weißen Balken. Ja, wir sind ein bisschen daneben. Ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Ja, wir sind hier. Okay. Ja, geht ja mal lang. Ich muss euch ja aufnehmen hier. Die Kameraleute haben es immer schwieriger wie die anderen. Da vorne könnte es runtergehen. Hier geht es runter. Bunker und Höhlen. Ich habe hier Taschenlampen bestellt aus China, die brauchen aber noch ein bisschen. Und auf dem Friedhof, in Ewiger Frieden, da gibt es auch, das ist ganz gruselig. Ist das so? Ja, ja. Das ist auf gruselig stehen wir. Ja, das ist ja. Ich glaube, das ist nicht der Weg, den wir runterführen. Okay. Na denn? Ich bin nicht runtergegangen, ja, einige Jahre, in meiner Kindheit nicht, aber das weiß ich, da waren wir vor 2 Jahren mal Rode. Also meine Schwester. Mit Ela? Ja. Okay. Ja. Thank you.
Ja. Ob ihn ab und zu auch noch bei euch, bei dir im Laden da, oder? Wie bitte? Deine Schwester? Die hat kommt da nicht die, nein, nein, aber die kommt die ab und zu besuchen, ne? Oder? Ja, wenn die Zeit hat, wenn sie, ne? Die Arbeitszeit. Ja. Ah ja, genau, hier geht's. Okay. Moin! Ach, das ist nicht, das muss ich sagen, eine ganz andere Atmosphäre bei den Leuten, die grüßen alle. Letzte Woche, die haben alle die Zähne nicht auseinandergekriegt. Ja, ne? Mann. Wer weiß, woran das liegt. Ja. Ja. Genau. Ich weiß es auch nicht. Mein kleiner Schatz. Ja, wir sind hier im Herforder, beziehungsweise ja, es war Lipperland, Grenze zu Lippe. Hier, unsere Professorin hier macht gerade. Was links? Oh, links. Ach, nö. Anja, du musst eine Herausforderung sehen. Brauchst du nicht sagen. Ich mache schon meine eigenen. Super. So, hier, ich glaube, da kommen wir schlecht her an. Alter, das wird. Alter. Ja. Interessant. Auf jeden Fall kannst du immer schön gucken, ob irgendwelche Schätze vorhanden sind. Genau. Ja. Aber die suchen auch den passenden Weg. Und ist es so, haben die die unter den Bäumen vergraben, Schätze früher? Also du hast ja früher. Du musst das ja irgendwie an markanten Punkten genau. Halt, ne? Aber gut. Sag mal, wenn du natürlich jeden Baum ausreißen willst, gucken willst, ob da einer was vergraben hat, hast du natürlich viel zu tun, ne? Was findest du? Heavy. 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 Die Kinder. Ja. Ne? Glaub mal. Aber die werden hier wieder eins drüber. Ja, natürlich. Und die Mutter. Ja. Ja, Achim, ich weiß ja nicht. Ob das der richtige Weg ist. Anja, hier wo der Finger leuchtet. Du könntest ja versuchen, über die Bäume zu balancieren hier. Achim ist da ganz hinten schon. Ja. Achim, da kommen wir nicht weiter, oder was? Nein, wir müssen weiter runter hier. Zurück nicht. Wir müssen einen größeren Bogen machen. Anja. Da geht's wirklich nicht weiter. Das ist, es sei denn, wir laufen oben über die Bäume rüber. Aber wenn du runterfällst, besser nicht. Wir können da unten her. Warte, ich habe Anja aus den Augen verloren. Meine Schuhe waren auf. Okay, ach so. Alles klar. Hier geht's schon wieder, Anja. Hier wird's besser. Komm, da schaffst du. Ach, was? Du machst das. Hast du
Habe ich natürlich heute auch nicht mit gerechnet mit sowas. Das ist schon gut. Das ist ja auch. Ne? Nein, ist halt so. Ja, ja. Das hast du auf jeden Fall heute. Ja, da hätten wir mal leicht den Weg gehen sollen da unten. Oder? Zehn Prozent haben wir noch. Die erste Stunde schon rum. Haare hast du. Ja, da sind ein paar Läuse, Krätze und Flöhe. Einer ist da oben. Ja, halt. Machen wir mal. Auf jeden Fall. Das ist auch nicht mehr wie fallen. Einfach abrollen. Ninja-Rolle! Ja, mach doch mal! Haben die Kinder gesehen? Muten, Teenage Muten, wie heißen die? Du Schild kannst Kolben. Auch auf den Stamm da balancieren. Auf dem dünnen. Jo. Halt die fester. Im früheren Leben konnte ich das. Was ist denn so? Das wird nichts hier. Klingpflanzen sind da, Anja. Ich weiß, das ist nicht der. Ja, nicht, dass er stolpert. So. Siehste, geht doch. Wir sehen doch noch nicht mal eine Berge. Das ist ja nur Wald hier. Das ist schon eine ganz andere Atmosphäre. Aber hier ist es auch. Ah, hier geht's jetzt. Jeder Ort hat. Hier hörst du schon nicht mehr so die. Die Zivilisation, die sogenannte. Die sogenannte Zivilisation. So, der wollen wir ja entkommen. Dürren verknippen, ne? Ja. Ist gut. Das würde ich auch gerne machen. So, jetzt. Hallo. Das ist doch auch schon ein bisschen. Was? Da wollte meine Schwester, die waren da schon. Aber dann war es wieder zu super stürmisch. Da sind wir mit den Jungs nicht gegangen. Ja. Oh, die Hände auch Spaß haben. Das kannst du, ja, das kannst du gut laufen. So, guck mal. Wenn wir, wo müssen wir her? Geradeaus. Ja, das ist ja. Geradeaus ist ja einfach. Das kann es nicht sein. Normalerweise gehen wir immer berghoch. Wir gehen nochmal immer berghoch. Ja, einmal. Eine schöne Strecke. Einmal eine schöne Strecke. Schön ist langweilig, Anja. Schön ist langweilig. Nein, ist auch okay. Mal so zwischendurch mal so ein bisschen zum Runterkommen ist okay. Ja. Ah. Ich glaube, mit Achims Schatz, das können wir hier vergessen. Ja, hier. Wir haben mal von Geocaching. Ja, oh, das machen auch viele. Haben wir mal was gefunden am Limberg. Ja. Ja. Kinder damals sind ja auch unterwegs. Da haben die einen vergessenen. Ein Schatz. Cache heißt das. Die heißen ja Cache. Genau, du hast recht. Cache heißen die.
Obwohl es auch schon ein bisschen weniger geworden. Früher war, also es gab eine Zeit lang, da waren die extrem aktiv. Also ich habe das gehört, ich Arbeitskollege, der ist auch sehr aktiv gewesen. Und irgendwie haben die sich wohl dann in dem Forum wohl in der Haare gehabt, weißt du? Ja. Und dann, ja. Okay. Aber das sind richtig interessante Caches, die da. Leute, es gibt welche, die machen dich in Heidenarbeit mit so einem Cache, den du dann suchen musst. Ne? Also. Das Problem dabei ist, wenn du dann so einen Cache suchst, dass dann. Dass das dann schnell vorbei sein kann. Halt, wenn du gefunden hast, fährst mal wegen eine Stunde rum zu dem Cache hin, suchst ihn dann und wenn du ihn dann gefunden hast, ja, bist du fertig. Ne? Also ist irgendwie. Ja. Muss dann halt auch immer mehrere dann gleich suchen. Ist es denn so Follower? Ja, ja. Natürlich. Okay. Habt ihr schon mal mit einer anderen Gruppe irgendwie die Kontakte zusammengesprochen? Ja. Das seht ihr auch bei Komo sind es auch weniger Gruppen, das sind mehr immer so Einzelpersonen, die da laufen gehen. Genau. Ja. Saurierspuren da, Barkhausen, das Ganze habt ihr auch schon ab. Ja. Das ist auch herrlich da, ne? Ja. Was essen die hier und bei Komoot ist ja weltweit. Ja. Ja. Mhm. Das ist ja nicht nur hier für Deutschland oder so. Gesehen, da habe ich auch schon Touren. Ich bin ja viel in Tschechien. Okay. Da habe ich auch schon einige Touren gemacht. Das gefällt mir jetzt gerade. Wir sind im Fluss. Wir im Fluss. Im Flow, im Flow heißt es. Im Flow. Ich bin schon mal im Fluss hochgegangen, Bär. Im Bach. Wir sind im Flow. Anja, was gibt's heute Abend zu essen? Kochst du was oder? Heute ist Auswärtstag. Auswärtstag, oder? Das ist Auswärtstag, ist gut. Meine Familie mit also Linseneintopf vegetarisch. Aha. Wo rumschlagen müssen. Ganz ohne Fleisch. Ganz ohne. Ja, nee, schmeckt auf jeden Fall. Ja. Toto hat sich dann Würstchen dazu gekauft. Ja, siehst du, wie sich das gehört. Aber auch. Ja. Und dann hatte ich Salat, also Rucola und. Heute gibt es Pizza oder wo wir da hin? Das ist ja andere Dinge. Oh. Ja, weiß ich nicht. Und dann habe ich zwei Bleche Kuchen gebacken. Kuchen ist immer gut. Das ist Nein. Ach, meine Leibspeise, Kuchen. Ich bin eigentlich. Warte, er nordet noch. Okay. Das ist meine Leidenschaft. Was? Kuchen backen. Ja. Ja, dann gehen wir runter hier. Okay. Ja. Also, ist doch schön. Ja, wir wollten heute eigentlich Burger machen, aber ich weiß das auch noch nicht. Ja, deine Familie, deine Kinder. Ja, nur Björn und ich, Vanessa ist ja nicht da. Ja. Obwohl, die wollte heute wiederkommen, glaube ich. Ja, mal gucken. Limbo! Achim, ja. Hier! Achim! Die Kamera nicht so. Ach, und jetzt kommt gleich die Herausforderung. Ja. Ja, jetzt kann man gleich das Auto. Das ist hier die Gummibärchenstrecke. Okay.
Der einfache Weg. Achim, Achim, Achim. Warum denn? Der will heute 20 Kilometer knacken, ich höre schon. 20 Kilometer im Herforder Wald. Na super. 55 bin ich mit dem Rad. Wie viel? 55. 55, ja. Ja. Also das war kein ganzer Tag. Nicht? Ja, wollte ich gerade sagen. Also, weiß gar nicht. Kommt immer darauf an, wie schnell du fährst, ne? Ja, ich habe Pause gemacht, sind nicht weg. Ja, macht ja auch keinen Sinn, sich zu stressen. Ja, hier ist auch kein Mensch, wenn man das nur aus der Nähe mal betrachtet. Ja. Jetzt kannst du dich nicht mal unter die Bäume stellen hier. Ja. Weil es keine gibt. Naja, es gibt ja schon welche, aber. Die sind noch. Sehr mager belaubt. Ja. Aber wir Westfalen, wir können das hier ab. Ich habe da eh keine Angst vor. Ja, wollte ich gerade sagen. Gar nicht verkehrt, wenn man mal so richtig was hinzukriegen. Ja. Ah. Anja, Herausforderung angenommen. Kannst du umgehen, das umgehen wir da. Rechts können wir umgehen. Hallo, da kriege ich, nein, kann ich nicht, da kriege ich Ärger nachher mit Thorsten. Der sagt, wo hast du meine Frau gelassen? Attacco! Guck mal, wir haben den Weg gefunden. War doch gar nicht so schwer. Das ist da wieder was zu Anja, der Weg hier. Ja, aber dafür musst du ja erstmal den Hügel schaffen da und die Bäume. Ja, den Gimbal, den habe ich ja schon, den Gimbal habe ich schon im Warenkorb drin. Bestellt habe ich noch nicht. Aber werde ich nicht drum kommen. 6 bis 8 Stunden hat der. Ist auf jeden Fall besser. Wenn ich neue Akkus kaufe, die kosten auch schon 20 Euro. Oh, ist für April. Ja, weiß ich, genau. Und wenn ich hierfür nur Akkus kaufe, da zahle ich auch 20 Euro für. Ja, das, ja. Und dann komme ich, da müsste ich 2 kaufen, das sind schon 40 Euro wieder. Ja, das ist ja auch scheiße.
kämpft mit der NS. Ja. Nicht lachen. Soll ich Thorsten das Foto schicken? Was? Nein, willst du nicht? Nein! Zeigen, was du drauf hast, Mensch. Du hingst fest, ja. Wir haben hier einen Weg für dich hier. Wir haben einen super Weg gefunden. Wir haben einen super Weg für dich gefunden jetzt. Ja. Guten Tag. Jo, alles gut. Ah. Handy hat sie verloren. Ja, musst du anrufen und gucken. Soll ich mal pingeln lassen oder was? Ach so, ja, da musst du mal gucken. Nein. Nichts gefunden. Ja. Ja, sonst hätte ich das so sofort gesagt. Wenn die das mal nicht unterwegs verloren hat. Ja, vielleicht hat sie es auch unterwegs verklüngelt. Die sind ja zu Fuß gegangen. Ne? Ja, mit Thomas, der hat sie ja mitgestellt. Und im Badezimmer hat es auch schon geguckt, im ne? Im Badezimmer hast du da geguckt. Die Toilettenbrille war heute auch halb abgerissen. Gut, dass ich nicht auf Toilette. Die habe ich heute Morgen erstmal gerichtet. Gut, dass ich nicht auf Toilette war bei euch. Okay. Wer ist da denn? Wer ist da denn runtergefallen? Okay. Sanja hat ihr Handy weggenommen. Ja, siehst du. Und kein Akku wieder, Akku nicht voll. Ja gut, dann kannst du natürlich... nicht mal anpingeln. Ne. Die Toilettenbrille muss ich auch morgen wissen. Das war ja mehr als 40 Grad zu weichen. Echt? Ja, gut. Ja, muss... Gut, dass ich war... gewesen haben, der war etwas schwerer. Ja. So ist das. Was? Nee. Nee. Ja, auf dieser Tour ist ja nichts am Ende oder am Anfang. Ich sag ja, ich bin dieses Tour von hier, wie heißt das? Gasthaus Duken. Duken, Rock oder so ähnlich, der Steinmeier, ne? Ja, Steinmeier. Am Berg ist das, ein Berg hoch, da ist die Gasthütte, ne? Das stimmt. Ja, da war auch ein Geburtstagsfeier. Da war letztes Mal mein Startpunkt. Wäre natürlich besser gewesen. Cool ist halt. Ich habe mir Reihwasser dabei. Nein, das ist gut. Ist ja eh Fastenzeit. Was? Außerdem, Anja, ich weiß nicht, ob die Bio haben. Bio-Kuchen. Nein, war ich ja auch mal vom Wege. Ab wenn das alles selbst gemacht wird. Das reicht dann schon. Okay. Nur. Kein industriell gefertigte. Genau, ja. Achso, ja. So, wir sind schon die ganze Zeit wieder auf dem Weg hier. Ich wundere mich, dass der Akku, oh, 2% noch. Was ist denn das nächste Highlight? Haben wir eins oder haben wir keins mehr? Nee. Wir haben keins mehr. Donnerwetter. Der Weg ist das Highlight. Okay. Der Weg ist das Ziel. Wir haben erst 5 Kilometer. Mann. Da haben wir noch ein bisschen vor uns. Ja, Stunde 15. Was? Haben wir jetzt hinter uns. Jo. 2,5 müssen wir noch. Ja. Wenn du uns auch über die Bäume führst und... Was krieg ich dafür, wenn die abgeknickt sind? Ja? Hier, guck dir das an. Da hinten ist wieder alles kaputt. Meine Herren.
Oh, jetzt hat einer Holz geklaut. Mit dem Anhänger. Das denn wohl so erlaubt ist? Hä? Von alten Zeiten. Wo? Achso, da, ja. Da ist aber nicht viel passiert, ne? Was ist das denn hier? Ach, eine Gulaschkanone für uns. Anja, der Eintopf ist fertig, komm! Die Gulaschkanone hier. Ja. Aber da sind Bockwürstchen drin. Oh Gott, ja. Das ist die Lösung für alles, ne? Tofu. Tofu rettet die Welt. Du, ich kann die Worte nicht mal aussprechen. Seitan. Kennt ihr auch die, aber den Bioladen. Ne? Das ist eine Bio-Bäckerei, ist das, ne? Ja, das ist naturkostenlos. Ja, wir haben andere Sachen natürlich auch, ne? Ja, ach, eine Manufaktur ist das. Ne? Ja, ja. Ja, noch ein bisschen Werbung machen. Ne? Ja, jetzt ist deine Chance. Hier, das ist deine Bühne. In der Bahnhofstraße, ja. 37, 32, 257, Bünde. Tada! Filmst du das jetzt? Ja, natürlich. Ach so. Ich dachte, dass das nicht jeder darauf zeigt. Alles Gewohnheitssache. Ja. Ja. Ne? Also, wer da gerne mal ein Stückchen Kuchen haben will oder. Kaffee ist auch sehr lecker da, muss ich sagen. Ja, das war doch okay. Nee, der war gut. Hallo. Ganz leckerer Kaffee gab's da. Nette Bedienung, nette Kunden. Ja. Haben mich sogar vorgelassen oder wollten mich vorlassen. Du kamst ganz cool rein und die eine hat. Ja, was denn, was ich genau gesagt habe? So, Anja, ist der Kaffee schon fertig oder was habe ich gesagt? Ja, du weißt du. Und Anja gleich, ja, du bist doch gar nicht dran. Ja, aber wir haben das schon. Nein, war gut. Humorvoll gelöst. Genau. Jawohl, die guckten an mir alle so ernst da. Ich weiß nicht, die sind alle so. Oh. Wie ist denn derjenige? Ne? Ja, wie ist denn der drauf? Was will denn der? Ja. Ne? Habe ich hier noch nie gesehen. Ja. Oh, was ist das denn hier? Oh. Guck mal, Highlight. Gleich markieren. Das ist doch ja. Ist das der, keine Ahnung, der einsame Holzfäller? Oder, obwohl der sieht eher aus wie so ein Bergbau oder der hat noch einen Helm auf, oder? Oder sowas. Ja. Tja. Obwohl, warte mal, komm. Ach, du hast ja schon fotografiert, ne? Ach, egal, ich mach trotzdem. Ja. Status, Bild. Okay. Super.